Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet doch einfach das Video. Und ja, jetzt sind wir wieder hier zurück. Ups. In unserer wunderbaren Stadt. Und wieso ist das immer so verbuggt, wenn ich aus diesem Modus rausgehe? Mal wieder Industrienachfrage des Todes. Wie gesagt, also ich habe ja noch letzte Folge gesagt, dass sich das da auch wieder von selbst einpendelt. Und langsam kriege ich hier echt ein paar Verkehrsprobleme. 89%. Sonst ist es hier überall eigentlich ganz okay. Hier ein bisschen, dann den Bussen. Aber hier in der Industrie habe ich ein paar Problems, Leute. Deswegen mache ich mal da die Straße ein bisschen größer. Und ja, allgemein, ich glaube, die fahren halt alle da oben lang. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen besser. Wenn die dann einfach teilweise an anderen Stellen fahren können. Und wir machen jetzt mal die verlassenen Gebäude weg, doch, weil sich das scheinbar doch nicht einpendelt irgendwie. Und normalerweise sollten eigentlich verlassene Gebäude nochmal überbaut werden. Aber hier passiert das leider irgendwie nicht. Und das finde ich ein bisschen scheiße, Leute. Wir können auch hier Ampeln und alles einstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ja, hier lieber nicht. Hier können wir ein Stoppschild hinmachen. Da müssen ja auch ein paar Leute mal Vorfahrt haben, ne? Und? Verkehr erfolgreich verbessert. Leute, wir müssen hier sowieso irgendwann mal das ein bisschen besser machen. Und jetzt brauchen wir auch mal wieder neue Wohngebiete. Und gleich muss ich mal hier einstellen, dass mal ein bisschen weniger Busse fahren sollen. Denn das wird mir ein bisschen zu viel. Denn die Busse werden von sowieso niemandem benutzt. Ja, scheinbar schon. Aber ist mir trotzdem zu viel. So 10. Wie viel die andere Buslinie? Die hat nur 48. Es ist so blöd immer an manchen Stellen. Hier ist so mega voll an dieser Haltestelle. Aber an anderen Stellen dann halt irgendwie nicht, Leute. Das ist so blöd. So, baut man hier direkt am Stadtbogen. Wie sieht das denn eigentlich aus mit dem Stadtbogen und Häusern? Eigentlich ganz okay. Warte, ich nehme mal ein Auto, das in die Stadt fahren will. Na, es sind überhaupt keine Privatfahrzeuge, es sind nur Industriewagen. Ja, du willst in die Stadt. Ups! Was ist denn das? Ausschalten. So, wir fahren einfach mal. Ist die Zeit beschleunigt? Nee. Fahren aber irgendwie ein bisschen schnell, wenn ihr mich fragt. Es gibt doch auch eine Verkehrsbegrenzung, Leute. Da sollte man sich doch dran halten. Und abfahren. Kreisverkehr sieht aber wirklich cute aus. Und da wird ein Gewerbegebiet gebaut. Und oh, der Stadtbogen sieht schon schön aus. Gott, die ganzen Müllwagen oder Wägen oder Waggons oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie man diese ganzen unregelmäßigen Sachen verpluralisiert. Falls das überhaupt ein Wort ist. Kommt mir nämlich nicht so vor. Irgendwie ein bisschen pendelt sich das hier an. Ja, 500 von 1000, das ist okay. Wie geht's denn Mickeyland? 22 Besucher letzte Woche. Ja, wir haben ja eigentlich keine Einnahmen. Wir können eigentlich das komplett runterstellen. Lohnt sich das? Erreicht das das in irgendeiner Weise? Schon eigentlich. Letzte Folge wollte ich das ja nicht stellen. Aber ich glaube, diese Folge machen wir das. Einfach, weil wir es können. Und jetzt fange ich auf einmal an zu singen. Obwohl ich es nicht kann. Schönes Grid machen. Hier baue ich jetzt aber erstmal nichts hin. Das Einzige, was ich mache, ist die Bäume entfernen, weil da sowieso wieder Industrie hinkommt. Haben wir eigentlich noch irgendwas selbst, das Verschmutzung erzeugt? Wahrscheinlich noch Müll.
Aber ansonsten könnten wir hier Landwirtschaft und sowas machen. Ach, da sind auch Bäume dran. Bisschen ungünstig. Also ja, Mülldeponie und die Kläranlage macht die Verschmutzung. Wahrscheinlich. Habe ich jetzt nicht überprüft, aber kann ich mir gut vorstellen. Die Dinger sind zwar aus einem Workshop, also sind ein Workshop-Asset. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt so unfair gecheatet sind. Ja, das sieht hier ganz okay aus. Und wenn wir das mal ein bisschen beschleunigen, dürfte die Pflege eigentlich relativ hoch gehen. Stimmt, wir haben gar keine Richtlinien. Werbekampagne, Hauptpark, Feiern, Nachtholen, unendlicher Spaß und Recycling. Das sind so einfach die Richtlinien, die immer gut sind in einem Park, außer kein Feuerwerk. Wie gesagt, eigentlich sind alle Richtlinien gut. Und hier parken die Lordis. Und da steigen alle ein. Stimmt, diesen Teil des Parks haben wir noch gar nicht benutzt. Wieso waren da überhaupt so viele Leute? Leute, wieso wartet ihr denn da alle hier? Woher kamst du? Freizeitparkcafé. So sinnlos, die müssen immer so komplett hier rumlaufen. Und können nicht mal eben kurz über die Straße gehen. Ups! Nachfrage. Und die Pflege ist hochgegangen. Super. Aber die Nachfrage ist immer noch da. Nachfrage ist real. Hier mache ich mal aber lieber Gewerbegebiet hin. Weil das, glaube ich, ein bisschen besser ist, Leute. Wenn ihr Industrie wollt, dann geht gefälligst in ein Gebäude, das noch nicht voll ist. Oh Mann, ihr seht, ich bin echt schlecht darin, den Verkehr zu handeln. Und ja, ich wollte gerade das SCH-Wort sagen und habe deswegen mich noch schnell mit schlecht gerettet. Hier können auch nochmal Gewerbegebiete hin. Ich wollte ja alles schön dicht hier machen. Und wir haben schon 4600 Einwohner. Richtlinien, kontrollierter Drogenkonsum. Stimmt, das war nicht so gut. Lieber Parks. Parksplätze geben 10% mehr Besucher an. Ja, finde ich schon besser. Verbot für starken Verkehr. Verbindung versteigern. Steigern. Nee, das machen wir nur in diesem Stadtviertel. Nicht in der ganzen Stadt. Sonst fahren mir hier überhaupt die Industrie nicht rum. Vielen Dank für den kostenlosen Nahverkehr. Kein Problem. Hoffentlich werden die Schulen somit ein bisschen besser erreicht. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Das ist so sinnlos, ne? Ich weiß nicht, ob das darauf hindeuten soll, dass die Kriminalitätsrate zu hoch ist. Apropos. Darauf haben wir schon lange nicht mehr geachtet. Hust. Aber scheint mir alles ganz gut belegt zu sein. Polizeimäßig. Ja, kommt hier noch was hin? Bildung. Ach du Kacke. Oh, ja. Ich kann noch eine Grundschule hin. Wie sieht es in Sachen Oberschulen aus? Oh. Sind recht ähnlich. Aber hier wäre nochmal eine ganz gut. Ist bloß, hier ist keine Reichweite, was ein bisschen blöd ist. Dann mache ich hier nochmal eine hin. Depot für Sightseeing-Busse. Was ist eigentlich... Das stimmt, das haben wir schon gesehen. Es gibt hier auch die Heißluftballon-Touren. Die schalten wir auch bei 6000 Einwohnern frei. Und wir können Wandertouren machen, was ich auch recht nice finde. Können wir auch innerhalb von Parks machen. Dann machen wir noch sowas. Ein paar Haltestellen halt einfach so. Da ist noch eine gute Haltestelle. Da... Und das finde ich aber auch schon genug. Was machen denn eher die älteren Leute? Wandertour 1. 6 Haltestellen. Linienlänge 1,7 Kilometer. Ach du Kacke. Ups. So, wieder mal ein bisschen Feuerwehrhaus. Ich weiß, ich kenne diese Gebäude. Ich hatte das Spiel schon mal gespielt. Und die Idee von DLC City gefällt mir wirklich. Eine Stadt mit verschiedenen Stadtteilen DLCs zu unterteilen. Ich hole mir wahrscheinlich ja bald ein neues DLC. Aber weil jede Entscheidung perfekt sein muss und mir diese 20 Euro Steam-Guthaben zu viel wert sind, kann ich mich einfach nicht entscheiden. Falls ihr dieses Spiel spielt, solltet ihr mir da mal ein bisschen aus der Patsche helfen.
Wäre nice, wenn ihr mir mal so ein paar DLC-Empfehlungen empfehlen könnt. Stimmt, wir haben ja immer noch diese ganzen Stile, die wir aber eigentlich gar nicht brauchen. Straßeninstandhaltungsnetzwagen. Da ist aber was ein bisschen buggy. Das gehört doch nicht zu Parklife, das gehört zu Snowfall. Und ja, ich bin City Skylines Experte. Alter, bist du gar nicht. Ich weiß. Noch kurz das Stadtviertel erweitern, bevor hier aus Versehen falsche Industrie hingebaut wird. Ach du Kacke. Es muss alles perfekt sein. RIP. Nice. Kastanienpark wurde erfolgreich erweitert. Haben wir noch irgendwas, wo wir das Budget höher stellen können? Nee, haben wir nicht. Darlehen. Nein. Darlehen brauche ich nicht. Gerade das Letzte, was ich brauche. Ich habe sowieso unendlich Geld. Wir machen minus 25.000. Upp. So. Alter, die Stadt ist ordentlich am expandieren. Hauen wir noch hier mal ein paar Wohngebiete hin, wo schon Häuser gebaut werden, während ich noch das Gebiet unterteile. Unsere Stadt hat den Preis attraktivste Stadt gewonnen. Kann man uns als Stadt bezeichnen? Wir haben nicht mal 5000 Einwohner. Wir haben 5000 Einwohner. Alter, nice. Haben wir hier überhaupt Erze? Wenn ja, würde ich mich nicht wundern, wenn die Industrie hier dezent ineffizient wäre. Vielleicht importieren wir deswegen. Besitzer 10 Produkte. Kehrt zur Einrichtung zurück, kehrt zur Einrichtung zurück, kehrt zur Einrichtung zurück. Nee, was machen denn die meisten hier? So, was machst du? Kehrt zur Einrichtung zurück. Ist das euer Ernst? Leute, kommt. Importiert erst Produkte. Seht ihr? Daran lag es scheinbar. Vielleicht sind hier deshalb so viele Lollis lang gefahren, weil wir überhaupt kein Erz hatten. Das würde auch Sinn machen. Ups. Oh Mann, ich beschleunige immer die Zeit, ohne es zu realisieren. Dann baut eure wunderbaren Häuser hier hin, denn ich will heute noch die 6000 Einwohner erreichen. Aber verkehrstechnisch läuft es hier eigentlich relativ gut, ne? 92% ist ordentlich ganz nice. Und pendelt euch endlich mal ein. So, dann machen wir jetzt einfach mal ganz schnell noch die Nachfrage und Schulen durchgehend vor. Schulen haben wir hier erstmal genug. Oh. Park, Levelaufstieg. Nice, Alter. Wir haben freigeschaltet den Schweinchenzug und die rotierenden Teetassen. Nice, Alter. Ich wollte schon immer mal auf den Schweinchenzug. Diese Situation. Irgendwie so ein kleines Kind zu den Eltern. Mama, Papa, kann ich auf den Schweinchenzug? Das sieht doch toll aus. Nein, mein Kind, erstmal müssen wir essen gehen. Aber ich will jetzt gehen. Nein. Okay. Gott, was ist eigentlich mit mir los? Wieso denke ich mir sowas aus? So, dieses Servicegebäude hier. Machen wir auch mal hin. Wenn man das als Service bezeichnen kann, wenn man eine Toilette hat. Auch egal. Da noch. Da. Und da. Und da. Einfach, dass wir hier schön viel hinbauen ins Mickey Land. Alter, Unterhaltung 2060. Attraktivität 900. Ja, nice. Und wir haben Gewerbenachfrage. Also, beschleunigen nochmal. Ich hoffe wirklich, der Platz hier reicht. Weil ich meine, wenn der Platz hier so für 4000 gereicht hat, müsste doch der Platz hier rein theoretischerweise für weitere 2000 reichen. Aber wenn der Platz hier auch schon für 500 gereicht hat, wie es mir zumindest gerade so vorkommt, dann wird das schon okay sein. Hier machen wir nochmal Gewerbe hin. Ich habe gemerkt, das, was ich hier letzte Folge gemacht habe, ist richtig dämlich. So ist es eigentlich viel besser. Und hier mache ich doch einfach mal das Gewerbegebiet hin, nachdem gefragt wird. Wieder Industrienachfrage. Was ist euer Scheißproblem? Ist das ein Bug? Ist das so? Nochmal ein bisschen pausieren. Denn wir müssen ja auch noch Freizeit hier hinbauen, Leute. Sonst haben die Leute keinen Spaß. Und ich habe immer noch diese Kackmod drin. Ich wollte die eigentlich rausnehmen.
die Mod, mit der das alles Gebäude von Parklife sind, sodass ich die so überall hinsetzen kann, wo ich will. Und sich die nicht in diesen Feldern hier fest verankern. Die Mod heißt Parkify. Wie gesagt, Leute, wenn ihr Fragen zu Mods habt, die ich benutze, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin halt zu faul, die alle in die Videobeschreibung zu packen. Und noch ist mein Kanal definitiv in einer angemessenen Größe für Kommentarbeantwortungen. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie beantworten. Das ist eine komische Frage, die keinen interessiert. Nochmal hier ein paar Wohngebiete hinklatschen. Alter, interessanteste Folge auf dem gesamten Planeten. Ihr habt euren Urlaub verlängert. Ups, wir haben schon wieder Verkehrsprobleme. Naja, nicht wirklich, aber importiert ihr alle? Importiert, 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 importiert. Die importieren alle. Braucht das eine Zeit, um sich einzupendeln? Wir haben denen schon sehr viel Zeit gegeben. Ja, das sieht definitiv alles nach Erzgebiet aus. Und ich glaube nicht, dass Verschmutzung das kaputt macht, denn das würde keinen Sinn machen. Keine Ahnung. Oh, wir haben es erfasst. Das habe ich ja gar nicht bemerkt. Lel. So, nochmal ein bisschen die Bedürfnisse anschauen. Eine Grundschule wäre hier mal ganz nice. Aber ich glaube, an Wohngebieten reicht das sogar schon. 5.972 Einwohner. Genau so ist es. Es pendelt sich hier nicht wirklich ein, aber es wird besser. Immer weniger Gebäude haben ein Problem mit Mitarbeitern. Ich meine, all diese Gebäude hier laufen. Das muss ja was heißen. Und wann kriegen wir endlich die 6.000 Einwohner? Denn ich will... Ich will 6.000 Einwohner. Jawohl. Schauen wir uns doch erstmal an, was wir alles erreicht haben. Die U-Bahn haben wir jetzt freigeschaltet. Natürlich am wichtigsten die dicht besiedelten Wohngebiete, die dicht besiedelten Gewerbegebiete und die Bürogebiete, die dann die Kackverschmutzung von den Industriegebieten endlich ablösen. Mautstellen brauche ich jetzt nicht wirklich. Universität ist praktisch, genauso wie die Müllverbrennungsanlage. U-Bahn, Heißluftballontouren, die sind natürlich auch sehr nice. Und auch diese erhöhten U-Bahn-Stationen, die mag ich sehr gerne. Sind jetzt mit dem neuesten Update gekommen. Und ich würde gerne Heißluftballontouren jetzt machen. Brauchst ja nicht viel für... So. Okay, da ist leider noch ein Platz. Ein bisschen blöd. Da kann ich ja Bäume hinklatschen. Denn... Das Blöde ist, für diesen Brush braucht man eine Mod. Auf der PlayStation war das immer vorher schon da. Da hat man da keinen Brush für gebraucht. So, dann baut man das sozusagen an verschiedenen Stellen. Und hier würde ich gerne... So, ich baue es mal hier hin. Und dann gucken wir, wie viel... Fast perfekt. So, nehmen wir nochmal dieselbe Straße und machen einen weiter vorne. Und hauen die Heißluftballontouren hier hin. Denn die verbinden sich jetzt automatisch. Da ist jetzt ein Heißluftballon generiert worden und da. Und ihr werdet sehen, die dürfen... Keine Ahnung, was die tun. Wenn man jetzt die Zeit beschleunigt, was zur Hölle machen die? Fliegen die nicht normalerweise zueinander? Keine Ahnung. Ja, Müll. Brauchen wir jetzt mal neue Müllverbrennungsanlagen. Klatschen wir einfach mal hier hin. Da und da. Wie läuft es eigentlich in Sachen Strom? Halbwegs gut, finde ich. Normalerweise fliegen die doch zueinander, oder nicht? Oh Gott. Hat aber gerade ziemlich gedreht. Und wir können auch... Oh, wir können in die Perspektive von dem gehen. Das ist ja cool. Falls ich mal so ein komplettes Video machen soll, wo ich nur irgendwie so durch die Stadt fliege oder fahre, was natürlich mehr Sinn macht, jetzt wenn die Stadt irgendwie recht groß ist, dann lasst mich in den Kommentaren wissen.
Aber ich würde sagen, das war schon mit dieser Folge. Ist jetzt etwas kürzer geworden als sonst. Tut mir leid deswegen. Ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken. Das habe ich mich schon vorhin gefragt. Kann man von Kanälen aus Kanäle machen? Als ob. Wie nice. Oh, Realismus. Ich liebe das, wie sich das Wasser erweitert. Naja. Da man das nicht so oft sieht, nehme ich an, ist das okay. Sowas sollte man wirklich nicht in einer Stadt machen. Oh, das war Move It. Nein, ich mach's mal wieder weg. Und jetzt wird es auch wieder Überschwemmungen geben, weil da Wasser drin war. Genau. Aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Tschüss.